Nächste Rednerin, Stefanie Crispa, NEOS. Wir haben diesem Antrag der Regierungsparteien zugestimmt, weil man nichts dagegen sagen kann, weil er nichtssagend ist. Und auch die Kollegin von den Grünen hat gemeint, der Inhalt ist na no, na nett. Er ist deswegen nichtssagend und als Ergebnis eines lauen Kompromisses, weil er hier sich einem Thema widmet, wo besonders die Bilder und das Menschenbild zwischen Türkis und Grün sehr auseinandergehen. Der Antrag beginnt mit Empathie, mit Verweis auf den Jahrzehnte andauernden bewaffneten Konflikt, wiederkehrende Naturkatastrophen und dem Fazit: Beinahe die Hälfte der afghanischen Bevölkerung ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Jeder dritte Afghane weiß nicht, woher seine nächste Mahlzeit kommen soll. Da zeigt sich, dass auch der ÖVP bewusst ist, dass wir über Menschen reden, die sich Hilfe von Seiten der österreichischen Bundesregierung verdient haben. Besonders die Frauen. Aus der Begründung: Der gleichberechtigte Zugang zu essentiellen lebensrettenden Maßnahmen soll gewährleistet werden. Ich kann nur sagen, was für ein Glück für die Frauen in Afghanistan, die nicht mehr auf die Uni gehen können und auf der Straße ausgepeitscht werden, dass wir hier in Österreich von Seiten der Bundesregierung einen Schwerpunkt auf die Unterstützung von Frauen und Mädchen setzen. Und sich daher, wir uns hier einsetzen, dass das Geld so ausgegeben wird, dass Frauen gleich viel überleben wie Männer. Das kann der UNHCR von selbst. Dazu braucht er nicht die ÖVP und nicht die Grünen. Aber der Text lässt einen glauben, bis dahin, man sieht das Leid des Nächsten, Kollegin Kugler. Man sieht Frauen und Kinder als Menschen, auch wenn sie afghanische Staatsbürger sind. Warum will man dann als türkis-grüne Regierung nicht ein einziges Kind, eine einzige Frau daraus retten? Sicher sein, dass ein paar Frauen und Kinder nicht verhungern, nicht die Frauen ausgepeitscht werden. Über EU-Resettlement. So europäisch konstruktiv ist man ja dann doch nicht. So viel Mensch sind die afghanischen Frauen und Kinder dann auch wieder nicht. Nicht genug Mensch, um gezielt über legale Fluchtrouten in Sicherheit gebracht zu werden. Ein paar nach Österreich. Und mit dem Menschsein, mit der Menschenwürde ist es dann ganz aus, je näher sie kommen, dann werden sie entpersonalisiert, werden zur gefährlichen Welle. Wenn sie sich auf der Westbalkanroute wiederfinden, dann kann man sie auch schlagen, von vermummten Schlägertrupps wieder über die Grenze knüppeln. Darüber schweigt sich der Antrag aus. Denn, Moment, hat nicht jemand für die Neue Volkspartei Stimmen gewonnen, weil er meinte, die Westbalkanroute geschlossen zu haben? Oder war das nur kurzsichtig, einer der vielen populistischen PR-Gags zur richtigen Zeit, Betrug auch hier am Wähler? Oder weiß man sich nur mehr zu helfen mit barbarischen Schlägen? Weil man muss es so tun, als wäre die Route geschlossen. Und ja, Österreich macht mit bei den illegalen Pushbacks. Ich würde gerne dem Herrn Innenminister heute die Frage stellen, ob Gesetze nicht einzuhalten sind. Die Menschenrechtskonvention, Artikel 8, 3 EMRK. Und für die, denen das egal ist, zeugen Schlägertrupps von Kontrolle? Nein, die Politik von Herrn Kurz brachte und die des Herrn Innenministers bringt Chaos und Leid. Türkis-Grün will laut Entschließungstext, dass die Regierung sich weiterhin für die Achtung der Menschenrechte einsetzt. Also kein Schlagen durch die Taliban, bitte. Aber wie glaubwürdig machen wir uns denn, wenn dann an den EU-Grenzen geschlagen wird? Darüber schweigt der Antrag sich aus. Wir haben einen Antrag eingebracht, dass die Grundrechteagentur der EU sich diese Situation anschauen soll, damit wir hier ehrlich diskutieren können. Denn wir können an den europäischen Grenzen die Menschenwürde der Flüchtlinge achten, um uns in den Spiegel schauen zu können, und Kontrolle durchsetzen, wenn wir registrieren, in konstruktiver europäischer Zusammenarbeit unter den Mitgliedstaaten Verfahren aufteilen, abhandeln, integrieren oder abschieben. Das aber nicht mit Türkis und auch nicht mit Grün. Der Antrag der Regierungsparteien zu Afghanistan sei nichtssagend, kritisiert Stefanie Crispa von den NEOS.